Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Barcelona. Ja, heute ist mal wieder El Clasico-Zeit. Es geht gegen Real Madrid und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es denn da so aussieht. Ja, wir sind schon fast beim Saisonende angekommen. 31. Spieltag steht heute an, beziehungsweise der 32. Und ja, es sind 38 Spiele insgesamt. Das heißt, wir haben noch mit dem Spiel heute 7 Spiele vor uns. Und ganz oben der FC Barcelona punktgleich mit Real Madrid. Also, man kann sich eigentlich nicht mehr von dem El Clasico erhoffen. Beide Teams ganz oben in der Tabelle. Real Madrid hatte allerdings schon ein Spiel vorgelegt. Aber ist egal, wir werden heute auf jeden Fall alles geben, um ja, Tabellenführer zu bleiben. So, wir spielen auswärts im Santiago Bernabeu. Das ist natürlich eine unglaublich schwere Aufgabe für uns. Und ja, wir spielen natürlich auf Legende. Wir spielen abends um 20.30 Uhr. Und da würde ich sagen, es ist Zeit. El Clasico, es kann beginnen. Und da freuen wir uns drauf. Ja, der El Clasico, den hatten wir jetzt, glaube ich, schon 4-mal. Und das ist jetzt das 4. Mal in dieser Saison. Bis jetzt sind wir noch nie als Verlierer vom Platz gegangen. Das wäre natürlich auch heute schön, wenn das gelingen würde. So, das Santiago Bernabeu ist ausverkauft. Alle sind bereit. Es ist Zeit. El Clasico in Spanien. Real Madrid empfängt den FC Barcelona. Platz 1 zu Gast bei Platz 2. Beide haben 72 Punkte. Real Madrid hat allerdings schon 32 Spiele auf dem Konto und der FC Barcelona hat hier den Vorteil mit 31 Spielen erst auf dem Konto. Klar, Real Madrid braucht heute den Sieg. Sie müssen heute die 3 Punkte mitnehmen, aber auch natürlich der FC Barcelona muss unbedingt gewinnen. Es kann heute vielleicht schon so etwas wie eine kleine Vorentscheidung sein. So, der beste Sturm mit 61 Toren. Und Real Madrid trifft auf die beste Abwehr mit 23 Gegentoren beim FC Barcelona. Und die großen Spielen. Die großen Spielen und hier die Aufstellung von Real Madrid. Toni Kroos und James Rodriguez nur auf der Bank, habe ich gesehen. Vorne natürlich Karim Benzema, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo. So, Casemiro, Fabregas und Asensio im Mittelfeld. Die Abwehr mit Marcelo, Danilo, Varane und Sergio Ramos. Und im Tor hatten wir, glaube ich, Keylor Navas. Ja, ein bisschen verwunderlich. Das Mittelfeld nicht absolut überragend aufgestellt. Kroos und James Rodriguez nur auf der Bank. Mal schauen, was hier der Trainer bei Real Madrid dabei gedacht hat. So, hier die Aufstellung vom FC Barcelona. Luis Suarez ist ja verletzt. Deswegen vorne Paco Alcacer, links Neymar, rechts Messi, Iniesta, Busquets und André Gomez im Mittelfeld. Die Abwehr mit Jordi Alba, Lichtsteiner, Tobi Alderweireld und Mascherano. Und im Tor, da steht Marc-André Ter Stegen. Ja, es ist angerichtet. Das Stadion ist bereit. Die Spieler sind es auch. Und Cristiano Ronaldo ist es natürlich auch. Ist momentan der Top-Torjäger in La Liga. In dieser Saison bis jetzt. Und jetzt geht's los. Anstoß für Real. Und jetzt läuft der Clasico. Und jetzt wird es hier richtig laut. Real Madrid muss gewinnen. Aber auch der FC Barcelona muss hier eigentlich die Punkte mitnehmen. Mal schauen, wer hier mehr investiert. So, Casemiro auf dem Weg nach vorne. Hängt hier erstmal André Gomez ab. Hat jetzt die Chance zur Flanke. Casemiro gedoppelt. Lichtsteiner ist dazwischen. Erster Eckball im Spiel für den Gastgeber. Das bereits nach 3 Minuten. So, Gareth Bale. Ecke kommt gut rein. Gefährlich. Und Ter Stegen ist zur Stelle. Ball ist wieder im Aus. Eckball gibt es nochmal. Nochmal Ecke für Real Madrid. Hier bestimmt eine Wiederholung, diese Torchance. So, wieder gut geschlagen, diese Ecke, aber Neymar diesmal am Ball. Und jetzt vielleicht die kleine Konterchance, aber Neymar von Casemiro gnadenlos vom Ball getrennt und Casemiro dann hier fast mit dem Fehler. Sorry, ich bin immer noch ein bisschen krank. Das hält sich ganz schön hartnäckig. So, Sergio Ramos am Ball, weiter geht's zu Marcelo. Messi gut dazwischen. Und jetzt hat der FC Barcelona zum ersten Mal den Ball so wirklich. Und jetzt können sie mal was zeigen. So, da ist Jordi Alba. Jetzt ist Sergio Busquets, gut gespielt, da ist Neymar und außen wäre Messi gewesen, der Pass kommt aber nicht durch, beziehungsweise da war Messi nicht angepeilt. So, jetzt Jordi Alba am Ball. Oh, das ist natürlich ein heftiger Fehlpass. Klar, wenn er ankommt bei Iniesta,
Dann gibt es eine gute Torchance, aber so steht es nach 10 Minuten 0 zu 0. Und Real Madrid ist wieder am Ball über Asensio. Weiter geht's zu Danilo und da ist Gareth Bale. Weiter geht's zu Asensio, da ist das Fabregas. Oh, der Ballverlust. Neymar hat das Auge für Messi, die Chance ist das. Aber was macht Messi draus? Wird gedoppelt, verliert die Kugel. Gut, die wissen natürlich auch, die Abwehrspieler bei Real Madrid, dass Messi nicht zu unterschätzen ist, dass er unglaublich stark ist. Und jetzt Achtung, Gareth Bale, Karim Benzema versucht da durchzugehen. Jetzt ist Asensio am Ball, aber dann hält Mascherano den Fuß drauf und mit Ach und Krach kann er sich aus dieser Situation erstmal befreien. Und jetzt Sergio Busquets und jetzt ist vielleicht die Chance da, da ist Messi unterwegs, Ball ist im Aus. Ball geht ins Aus, Einwurf gibt es für Real Madrid. Bis jetzt ist es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams ohne wirklichen Druck hier nach vorne bis jetzt. Wobei die wissen natürlich, wie der andere spielt. Mein Gott, die spielen jedes Jahr ein paar Mal gegeneinander. Und deswegen ist es halt so unglaublich schwer, da irgendwie was Neues zu testen. So, Iniesta mit dem Ball zu Neymar. Ja, der ist mal ein bisschen Platz, aber jetzt sind dann sofort wieder zwei Gegenspieler. Aber jetzt außen ist Messi hoch, bekommt den Ball hier mit Glück. Messi legt ab zu Sergio Busquets. Busquets zurück zu Messi, der lässt jetzt mal ein bisschen zurückfallen. Zieht natürlich da gleich mal zwei, drei Spieler auf sich. So, und jetzt die Chance, Paco Alcacer gegen Sergio Ramos. Gar keine Chance, aber Paco Alcacer holt sie mal zurück von Marcelo. In der Mitte lauert Messi, bekommt die Kugel. So, Messi mit der Chance und Rafael Varane letzte Sekunde dazwischen. Da hat Messi seine Chance gesehen. Da wollte er rein in den 16 und den Abschluss suchen, aber in letzter Sekunde war Rafael Varane dazwischen. Jetzt Cristiano Ronaldo zieht hier Sergio Busquets ab. So, Ronaldo auf dem Weg nach vorne. Hat jetzt die Chance auf Flanke, aber lässt sich zu viel Zeit. Lichtsteiner mit seiner Erfahrung holt sie die Kugel zurück und ein heftiger Ballverlust, der gerade noch so ausgebügelt werden kann. Aber wieder der Ball bei Real Madrid. 25 Minuten gespielt, wie gesagt, Torchancen. Mangelware am heutigen Tag. Und dieser Kopfball kommt vom eigenen Mann. Weiter geht's über André Gomes. So, jetzt ist Sergio Busquets. Weiter geht's hier zu André Gomes. Aber Real Madrid steht gut. Dieses ach so ersatzgeschwächte Mittelfeld ohne Toni Kroos, ohne James Rodriguez macht heute einen richtig guten Job. Bis jetzt. Mal schauen, ob das so bleibt. So, jetzt aber mal die Chance. Unten ist Neymar und der hat jetzt mal ein bisschen was. So, die Chance. Neymar! Und er macht es! Einmal ist die Lücke offen. Und dann steht es hier nach 30 Minuten 1:0 für den FC Barcelona. Messi mit dem Auge für Neymar. Das sieht Danilo nicht gut aus. Und so einen musste dann im Klassiko auch reinmachen. Und das macht Neymar. Und der FC Barcelona führt mit 1:0 gegen Real Madrid. Ja, aus keiner Chance muss man die Tore machen. Sonst gewinnt man den El Clasico nicht. Und das hat der FC Barcelona geschafft. Neymar, sein 8. Tor in La Liga in dieser Saison. 30. Minute. Barça führt gegen Real Madrid im El Clasico. Gut, irgendwann musste ja mal was passieren. Und es ist passiert. Und es ist eben für die Gäste gefallen. Für den FC Barcelona. Klar, das Tor wird aber dem Spielklub ziemlich gut tun, weil jetzt muss natürlich Real Madrid was tun, um wieder ranzukommen. Und das war schon gefährlich. Da hat Ronaldo gelauert. So, und jetzt Messi auf dem Weg nach vorne. Gerade das 1:0 vorbereitet für jetzt das nächste. Wird hier erstmal vor die Beine und bleibt verletzt. Ach, das gibt's doch nicht. Nein, 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 bitte steh auf, Messi. Bitte steh auf. Messi, steh auf. Oh, jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Da kommt Danilo. Danilo will seinen Fehler von gerade wieder gut machen. Da bleibt der nächste liegen. Also jetzt kriegen gerade die Spieler ein bisschen auf die Mütze. Messi ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich glaube, der hat auf jeden Fall nur ein paar Schmerzen. So, da ist Messi. Lionel Messi mit dem Ballverlust. So, Asensio. Gegen Tobi Alderweireld. Das macht er gut. Und weiter geht's. Iniesta sieht Neymar. In der Mitte lauert Lionel Messi. Messi ist mit Platz und der Ball kommt an. So, Lionel Messi. Messi 2:0. Er macht es. 39. Minute. Barça führt mit 2:0 gegen Real Madrid. Traumpass von Neymar. Und Lionel Messi ist zur Stelle. Da hat sich Neymar für die traumhafte Vorarbeit für sein Tor revanchiert.
und legt Messi das 2:0 auf den Fuß. Lionel Messi und Neymar. 2:0. Barca ist hier auf gutem Weg, die 3 Punkte hier mitzunehmen. Gut, es sind natürlich noch 50 Minuten insgesamt zu spielen, plus ein bisschen Nachspielzeit, aber trotzdem. 2:0, das muss Real Madrid auch erstmal aufholen. Und die bringen bis jetzt noch nicht allzu viel zusammen. Wobei wir sehen, man braucht nicht viele Torchancen am heutigen Teil. Man muss diese Torchancen nur reinmachen. Dann gelingt es auch. So, Real Madrid auf dem Weg nach vorne. Ronaldo, oh, nicht gut gemacht heute von Ronaldo. Verliert den Ball gegen Alderweireld. Das macht er gut. Ball war nicht im Aus. Und Barca holt sich wieder den Ball zurück und der nächste Angriff rollt. Wieder Messi, der heute einen gigantischen Fußballabend hat. Genauso aber auch Neymar. Die beiden bis jetzt hier Erfolgsgarant. So, wieder ein Fehler von Real Madrid. So, Messi, nächste Chance. Neymar mit dabei. Wieder zurück zu Messi. Guter Zusammenspiel hier. Außen startet Lichtsteiner die nächste Chance. Real Madrid wird gerade so ein bisschen unachtsam. Aber diesmal können sie da gerade noch so die Chance bereinigen. Die Gefahr bereinigen. So, aber jetzt ist Halbzeit hier. Jetzt ist Halbzeit hier. Und ja, die Sicht ist benebelt. Real Madrid liegt zurück mit 2:0 gegen den FC Barcelona. Die hatten nicht viele Chancen, aber sie haben gereicht. Neymar und Lionel Messi. Und Barca führt mit 2:0 gegen Real Madrid. Viele Torchancen, die gab es heute nicht. Also ich glaube, Barca hatte 2 oder 3 und Real hatte eine. Ich glaube irgendwie so. Sehen wir auf jeden Fall jetzt dann gleich mal an der Spielinfo. Ja, so ungefähr eine auf Seiten von Real Madrid, 2 beim FC Barcelona und die waren beide direkt drin. Das ist natürlich perfekt. So, Fitness sieht nur gut aus. Das heißt, wir machen weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, die geht jetzt los. Anschluss erfolgt. Barca hat angestoßen und jetzt muss Real Madrid hier anfangen zu zaubern. Wie gesagt, es könnte hier, wenn es dabei bliebe, vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung der Meisterschaft. Und es geht direkt los. Iniesta ist in Iniesta. Fast das 3:0. Real Madrid kommt nicht gut aus der Halbzeitpause raus. Und dann hat Iniesta die Chance zum 3:0. Aber der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Keylor Navas hält seinen ersten Ball heute. Eckball gibt es trotzdem für Barca. Iniesta kommt hoch rein. Oh, aber da bisschen gefährlich abgefallen. So, und jetzt Cristiano Ronaldo. Wie gesagt, von ihm heute noch nicht so viel zu sehen. Tut sich schwer, weil die Abwehr beim FC Barcelona tadellos steht am heutigen Tage. So, weiter geht's. Messi aus Neymar. Die beiden, die gehen heute richtig gut ab. Wieder zurückgespielt. So, Messi versucht so weit zu kommen. Und da hat der Verteidiger bei Real Madrid alle Not. Ihr habt also da Messi nicht vorbeilaufen lässt. Das war mega knapp, dass dieser Ball nicht ins Aus geht. So, Karim Benzema. Jetzt hat er ja mal ein bisschen Platz. Jetzt geht Benzema mal mit Gewalt hier durch. Und dann, doch, zum Glück der Ballverlust. Aber jetzt Achtung, sofort das schnelle Umschalten hier zu sehen beim FC Barcelona. Da ist Lionel Messi. Messi, da startet Iniesta. Messi bekommt den Ball mit ein bisschen Glück zurück. So, Messi zieht hier alle auf sich. Muss aber das erstmal zurücklegen. Aber trotzdem noch die Chance da und dann der Fehlpass. Iniesta wäre da gut gestanden. So, und jetzt Achtung. Real Madrid will jetzt natürlich nach vorne kommen. Schöne Grätsche. Aber Spiel läuft weiter. Real bleibt am Ball. Da ist Gareth Bale. Gareth Bale gegen Alderweireld. Er zieht sie erstmal zurück. Nimmt dann Jordi Alba mit. Die Flanke ist nicht gut. Und jetzt schnell wieder kontern. Schnell wieder umschalten. So, da ist Iniesta. Da startet Neymar. Bekommt hier die Kugel. Neymar versucht hier direkt weiterzuleiten. In der zweiten Halbzeit ist es ein offenes Spiel. Beide Teams versuchen es. Real Madrid mit Pressing, Barca mit schnellem Umschaltspiel und wieder der Ballverlust und wieder soll schnell umgeschalten werden. So, oben ist Neymar, langer Ball und das ist ein Riesending und Neymar bekommt aber den Ball nicht unter Kontrolle, ist so richtig. Schade, Varane ist dazwischen. Das wäre ein Traumpass gewesen von Lionel Messi, aber der ist dann auch nicht so einfach anzunehmen, also das ist schon heftig gewesen. So, Einwurf Barca. Trotz des 2:0 spielen hier beide noch voll nach vorne. Also das ist hier noch lange nicht vorbei, das Spiel. So, schöner Ball wieder. Lionel Messi auf dem Weg nach vorne. Aber der kann nicht mehr wirklich. Er ist viel gelaufen in der ersten Halbzeit. Er ist in den letzten Wochen richtig viel gelaufen. Champions League, La Liga, spanischer Pokal.
Und hat sehen, das merkt man heute auch an die Kräfte an. Aber auch Real Madrid musste dieses Programm absolvieren. 65 Minuten gespielt, das ist eine gute Zeit zum Wechseln, hätte ich gesagt. Also, wen tun wir denn raus? Paco Alcacer ist ziemlich am Ende. Wir haben nur leider keinen Ersatzstürmer dabei. Deswegen bringen wir Rafinha für Iniesta. Und wir bringen Di Maria für Paco Alcacer und ziehen dafür Messi ein bisschen zentral. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Messi ist gut drauf heute. Ich glaube, der kann heute noch ein Tor schießen. Iniesta geht runter mit Paco Alcacer. Rafinha und Angel Di Maria jetzt also neu auf dem Platz und auch Real Madrid mit Wechseln, so wie es aussieht. Jawohl. Toni Kroos kommt. Casemiro muss runter. Toni Kroos kommt also jetzt neu auf den Platz. Ja, Zeit wird's. Real Madrid braucht hier noch mindestens zwei Tore, dann hätten sie zumindest einen Punkt. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Dieser Ball war im Aus. Einwurf gibt's für Barca. So, Lichtsteiner. Weiter geht's zu Sergio Busquets. Von außen ist jetzt natürlich mit Di Maria auch noch ein schneller Flügelflitzer. Nee, soll Di Maria mit dem Pass zu Messi. Messi, Messi! Den muss er machen. Irgendwie muss er den reinmachen. Ein Hammerschuss. Lionel Messi. Boah, da fehlen Zentimeter. Da fehlen Zentimeter zur Entscheidung. Neymar wäre außen auch noch mitgelaufen, aber den wollte Messi selber machen. Er weiß, er ist heute gut drauf. Und so ein Ding, das gelingt einem nur, wenn man wirklich gut drauf ist, aber diesmal leider nicht. So, schön gemacht hier von Sergio Busquets. Barca ist heute richtig zweikampfstark. Und das war ein heftiges Einsteigen, das gibt gelb. Das muss gelb sein für Cesc Fabregas. Und so ist auch, der Schiri hat die Karte schon in der Hand. Gelb geht in Ordnung. Freistoß gibt es für Barcelona. So, 20 Minuten noch. Das ganz große Aufbäumen von Real Madrid blieb bis jetzt komplett aus. Die wehren sich noch nicht entschlossen genug, als dass sie hier dem FC Barcelona nochmal gefährlich werden können. Im Gegenteil, Barca kommt schon wieder. Sergio Busquets. Sergio Busquets! Ja, trifft den Ball nicht richtig. Trifft den Ball nicht richtig. Und Fabio Coentrao gekommen von Marcelo. Okay, ich weiß zwar nicht, was der Wechsel genau bewirken soll bei Real Madrid, aber mal schauen. So, Toni Kroos am Ball. Er muss jetzt nur mal alles mobilisieren, aber da kommt der Ballverlust. Aber super Grätsch hier von Real Madrid, Karim Benzema. Außen ist Ronaldo gegen Lichtsteiner. Lichtsteiner sieht er nicht gut aus. Die Chance, Ronaldo, Ronaldo! Ja. Ein Fehler und das Ding ist wieder offen. Cristiano Ronaldo, 76. Minute. El Clasico ist wieder offen. Da macht Lichtsteiner den Fehler. Er hat gedacht, Ronaldo zieht ihn nochmal zurück. Und dann hat er natürlich freie Bahn. Und der Junge braucht natürlich nicht viele Chancen. Macht hier sein 17. Tor in dieser La Liga-Saison. Ja, das ist halt der Fehler, der was da nicht passieren darf. Das ist genau der Fehler, den man eigentlich unbedingt verhindern muss. Cristiano Ronaldo das so durchkommen zu lassen. Das macht er gut. Stark gemacht. 2:1. Wir wechseln nochmal das letzte Mal aus. Wir bringen Dimitri Payet für André Gomez und ziehen ihn dann nochmal rüber. So, also der letzte Wechsel beim FC Barcelona. André Gomez geht runter. Heute ein relativ unauffälliges Spiel von ihm. Normal ist er besser drauf. Dimitri Payet kommt jetzt nur auf den Platz. So, weiter geht's. 14 Minuten noch. 14 Minuten. Die Frage ist natürlich, geht hier noch was für Real Madrid? Und die sind jetzt, glaube ich, gut drauf. Ich glaube, das wird hier noch ein Herzschlagfinale. Barca wird versuchen zu kontern. Real Madrid natürlich versuchen, den Ausgleich zu machen. So, Lichtsteiner hat anscheinend mehr Kraft gerade. Flanke ist aber gut. Aber uiuiui, was machen denn die da? Riesenpatzer. Fast ein Eigentor. Eckball gibt es aber nur. So, Messi, der kommt gut rein, der kommt gut rein. Leider abgefangen. Nochmal Eckball, Barcelona. So, kurze Variante. Messi mit Neymar. Neymar macht das wieder gut. Das ist schon gigantisch, was die zwei da heute machen mit Real Madrid. So, und jetzt Rafinha. Rafinha versucht, den Abschluss zu finden. Und jetzt Achtung. Jetzt kontert Real Madrid mit richtig viel Tempo. Und die Grätsche sitzt. Die Grätsche sitzt und das war immens wichtig. Aber trotzdem, Real Madrid bleibt am Drücker. Da ist Gareth Bale. Und er ist mit vollem Schwung hier im 16er. Der Ball ist abgefangen. Rafinha klärt die Situation erstmal.
So, und jetzt Di Maria zu Rafinha. Ballverlust. Barcelona in der ganz ungünstigen Situation. Und Ter Stegen ist unten. Ter Stegen hält ihn. Und Barca versucht natürlich sofort wieder umzuschalten. Da ist Dimitri Payet. Der ist frisch. Dimitri Payet. Außen ist Neymar. Langer Ball zum Brasilianer. Jetzt läuft er gegen Danilo. Da bekommt Neymar einen kleinen Ellenbogen mit. Aber der Schiri sagt, das reicht ihm nicht für ein Foulspiel. So, Einwurf ausgeführt. Und Real Madrid hat hier noch 3 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit. Geht das hier wirklich mit einem Sieg aus? So, Danilo liegt draußen. Das ist egal, der liegt draußen. So, nochmal Messi am Ball. Lionel Messi. Ganz unten ist Lichtsteiner. Der rechts, nochmal im Sitzer. Lichtsteiner, zieh den nochmal zurück und es gibt keinen Elfmeter. Keinen Elfmeter, das wäre wahrscheinlich dann die Entscheidung gewesen. Und jetzt Toni Kroos riskant. Und die 90. Minute, sie ist abgelaufen. 3 Minuten oben drauf. Nachspielzeit im Santiago Bernabéu läuft. Passiert hier noch was? Nochmal Karim Benzema gegen Alderweireld. Und Alderweireld macht das gut. Aber jetzt Achtung, nochmal Benzema. Benzema nochmal mit der hohen Reingabe. Nochmal raus den Ball. Okay, der Schiri pfeift noch nicht ab. Keylor Navas haut ihn wieder zurück, aber jetzt pfeift er ab. Jetzt pfeift er ab und macht dem Ganzen ein Ende. Der FC Barcelona siegt im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid mit 2:1. Und wir sehen es, Ronaldo an. Sein Tor hat heute nicht gereicht. Da hätte noch mehr passieren müssen. Und das ist jetzt vielleicht schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Für Barcelona sind es noch 6 Spiele, für Real Madrid noch 5 Spiele. Und Barca hat nun 3 Punkte Vorsprung und hat noch ein Spiel mehr. Das ist jetzt die Riesenchance. Jetzt haben sie den Big Point gesetzt. Jetzt müssen sie nur noch das Ding über die Zeit bringen, über die letzten Spiele. Wow. Neymar und Messi, richtig starke Spieler. Für mich beide die besten Spieler heute. Und ja, chancenmäßig war das ziemlich ausgeglichen. Aber Real Madrid hat eben nur ein Tor gemacht. Beste Spieler Neymar, Messi der zweitbeste. Ja, die zwei haben Barcelona hier zum Sieg geschossen. Das muss man so sagen. Richtig stark gemacht. Barca schlägt also Real Madrid mit 2:1. So, das heißt jetzt natürlich für die Tabelle, hier sehen wir es, mit 32 Spielen und 75 Punkten steht der FC Barcelona auf Platz 1. Dahinter Real Madrid mit 33 Spielen, also ein Spiel mehr und nur 72 Punkte. Das heißt, wenn wir unser 33. Spiel gewinnen und dann wieder spielgleich sind, dann hätten wir tatsächlich 6 Punkte Vorsprung. Aber das müssen wir erstmal gewinnen und das ist halt immer die Sache, das ist halt immer die Schwierigkeit. So, wie sieht es denn sonst aus? Danach kommt Atletico Madrid, die kommen immer näher an uns ran. Zumindest an Real Madrid nur 9 Punkte Rückstand. Das waren, glaube ich, schon mal 15 oder 18 Punkte, was die zurück waren. Dann der FC Valencia. Gut, die sind schon ewig weit weg. Der FC Malaga, Villarreal und so weiter. Ganz unten ist Osasuna und wir machen jetzt mal ganz kurz Training. Und dann sehen wir uns gleich wieder und mal schauen, was heute noch so passiert. So, das Training wäre dann auch mal wieder vorbei. Ja, Severe ist aufgestiegen. 69 mittlerweile. Und dem werde ich jetzt auch mal einen Vertrag anbieten, hätte ich gesagt. Den haben wir jetzt schon so gut hochgezogen und er hat sich wirklich einen Vertrag verdient. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz überlegen, wo ich denen einen Vertrag anbiete. Ich glaube bei Jugendakademie, genau, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und hier haben wir ihn, Felipe Silveira, einen Marktwert von 2 Millionen schon. Ich würde sagen, Vertrag anbieten. 5, ja, okay, es geht. Wieso kann ich da, oh Mann, maximal Anzahl nur für nur 3 Jahre. Künftiger Stammspieler, gut, mehr wird jetzt vorerst mal nicht. Und gut, er prüft das jetzt mal und dann schauen wir mal, ob ich ihn vielleicht beim nächsten Mal dann schon einsetzen kann. Also, wir simulieren weiter, neue Nachricht. Spieler ist ausgerührt, Luis Suarez könnte wieder mitmachen, aber naja, der ist noch verletzt. Und schade, Silveira hat nicht akzeptiert, oder bis jetzt noch nicht. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir noch auf ihn verzichten. Schade, schade. Aber mal schauen, wie er dann beim nächsten Mal spielt. Also, ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall das bis zum Saisonende schaffen. Mal schauen, wie es ausgeht beim nächsten Mal gegen Osasuna. Ich sag danke fürs Zuschauen. Spannender El Clasico war es heute auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis morgen. Ciao.